Viele geben ihre PSVR 2 gerade zurück, weil sie einen schwerwiegenden Defekt hat. Und andere können das Problem nicht so wirklich erkennen. Ja, es geht um den Mura-Effekt. Könnte das jetzt zu einer Gefahr für die PSVR 2 werden? Vielleicht sogar so weit, dass Sony darauf zum Beispiel mit einer Rückholaktion reagiert? Oder ist dieser ganze Mura-Effekt vielleicht nur Einbildung? Okay. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe mich jetzt einige Tage mit dem Thema beschäftigt und je mehr man darüber liest, desto interessanter wird es. Hier, ein Zuschauer auf Pixel Connect. Er schreibt, nach ungefähr 2 Stunden sind mir plötzlich 2 kleine Flecken auf dem Spielbildschirm aufgefallen. Sehen aus wie Wolken, Fettflecken oder so, als ob man einen grauen Star hätte. Oder hier, leider hat die PSVR 2 auch ein paar Kritikpunkte. Der Mura-Effekt, diese Struktur, die man quasi immer sieht, mal mehr, mal weniger, ganz stark in dunklen Szenen. Und die beiden sind damit definitiv nicht allein. We also have disadvantages and this is Mura. Sind jetzt schon so viele PlayStation VRs kaputt? We're going to talk about one thing and one thing only. Mura. Okay, es gibt also viele Nutzer, die berichten, dass der Mura-Effekt das immersive VR-Erlebnis extrem beeinträchtigt, sogar störend oder irritierend ist. Und zwar in solchem Maße, dass sie ihre PSVR 2 zurückgeschickt haben. Und dann habe ich mich gefragt, warum stört dieser Effekt mich nicht? Und warum gibt es auch sehr viele Nutzer, die genau das Gleiche berichten, dass dieser Effekt bei ihnen kaum auftritt oder sie ihn nicht bemerken? Sind jetzt die Geräte defekt oder bildet man sich das Ganze nur ein? Und die Erklärung, die ich dazu gefunden habe, ist richtig interessant. Tatsächlich ist nämlich die Wahrnehmung dieses Effekts sehr stark vom Empfinden jeder Person abhängig. Was für eine Person als irritierend empfunden wird, kann für eine andere Person gar kein Problem darstellen. Auch bei den Praxistests hier ist dieser Raufaser-Tapeten-Effekt mit unserem Testgerät sichtbar. Mir fällt der aber zum Beispiel nur im Menü auf. Sobald ich ins Spiel gehe, bemerke ich den gar nicht mehr. Ob das jetzt am Gerät liegt oder ob mein Gehirn einfach das als irrelevant ausblendet, kann ich natürlich subjektiv schwer beurteilen. Und das hier ist jetzt richtig spannend. Der Farbmustertest ist ein psychologischer Test, der dazu verwendet wird, die individuelle Mustererkennungsfähigkeit zu messen und die Farbunterscheidungsfähigkeit von Person zu Person untersuchen. Der Test besteht aus einer Reihe von Farbmustern, bei denen die Probanden gebeten werden, Farbunterschiede oder Ähnlichkeiten zu identifizieren. Ein Beispiel für einen Farbmustertest ist der Farnsworth-Munsell 100 Hue-Test, bei dem der Proband gebeten wird, eine Reihe von Farbmustern in der richtigen Reihenfolge anzuordnen. Die Muster variieren in der Farbe, aber alle haben ähnliche Helligkeit. Der Test wird verwendet, um die Farbunterscheidungsfähigkeit von Personen zu messen und um mögliche Farbfehlsichtigkeiten wie Rot-Grün-Farbblindheit zu erkennen. Warum erzähle ich euch jetzt diesen ganzen Quatsch? Insgesamt können Farbmustertests nämlich helfen, die individuelle Mustererkennungsfähigkeit und Farbunterscheidungsfähigkeiten zu messen, was bei der Entwicklung von Technologien wie Bildschirmen, Grafiken und Logos zum Beispiel von Vorteil sein kann. Der Mura-Effekt bei Virtual Reality-Brillen wird durch die Unterschiede in der Helligkeit und Farbe der einzelnen Pixel auf dem Display verursacht. Und wie das menschliche Gehirn diese Unregelmäßigkeiten verarbeitet und eben interpretiert, kann also von Person zu Person sehr unterschiedlich sein. Einige Menschen können diesen Mura-Effekt aufgrund ihrer kognitiven Verarbeitung und ihres visuellen Systems besser tolerieren als andere. Zum Beispiel können Menschen mit einer höheren Toleranz für visuelle Unregelmäßigkeiten möglicherweise den Mura-Effekt weniger stark wahrnehmen als Menschen mit einer geringeren Toleranz. Auch Alter und Gesundheit des Gehirns können zum Beispiel eine Rolle spielen. Ältere Menschen oder Menschen mit Sehstörungen können den Mura-Effekt möglicherweise weniger stark wahrnehmen, da ihr visuelles System möglicherweise weniger empfindlich auf Unregelmäßigkeiten reagiert. Ein weiterer Faktor ist die individuelle Aufmerksamkeit. Menschen, die sich stark auf das Erlebnis in der Virtual Reality konzentrieren, können den Mura-Effekt möglicherweise stärker wahrnehmen als Menschen, die weniger aufmerksam sind oder die Unregelmäßigkeiten ignorieren können. Insgesamt gibt es also viele Faktoren, die beeinflussen, wie unterschiedliche Gehirne den Mura-Effekt wahrnehmen. Individuelle Unterschiede in der kognitiven Verarbeitung, dem visuellen
visuellen System, der Aufmerksamkeit und der Gesundheit des Gehirns können alle dazu beitragen, dass eben dieser Mura-Effekt von Person zu Person extrem unterschiedlich wahrgenommen wird. Aber es gibt mehr als nur die persönliche Wahrnehmung des Mura-Effekts. Kann es sein, dass der Effekt auch auf andere Faktoren zurückzuführen ist? Brillen verwenden verschiedene Technologien und Verfahren, um den Mura-Effekt zu minimieren oder zu beseitigen, während andere Brillen möglicherweise nicht so effektiv sind. Auch die Umgebung, die in der VR-Brille verwendet wird, kann den Mura-Effekt beeinflussen. Wenn die Beleuchtung in der Umgebung nicht so optimal ist, kann das dazu führen, dass der Mura-Effekt stärker oder schwächer wahrgenommen wird. Ein weiterer Faktor ist auch die Kalibrierung der VR-Brille selbst. Eine gut kalibrierte VR-Brille wird wahrscheinlich einen geringeren Mura-Effekt aufweisen als eine Brille, die nicht optimal kalibriert wurde. Und das hier zum Beispiel, das ist etwas, was speziell auf OLED-Displays zutrifft. Und naja, die PSVR 2 hat ein OLED-Display. Im Gegensatz zu herkömmlichen LCD-Displays haben OLED-Displays organische Materialien, die leuchten, wenn sie elektrisch angeregt werden. Aber trotz ihrer beeindruckenden Leistungsfähigkeit haben OLED-Displays einige Schwächen, die den Mura-Effekt verursachen können. Eine Ursache für den Mura-Effekt bei OLED-Displays ist die unterschiedliche Alterung der OLED-Materialien. Da OLED-Materialien unterschiedlich schnell altern können, können einige Pixel auf dem Display eben heller oder dunkler werden als andere, was den Mura-Effekt dann verursacht. Ein weiterer Faktor ist die unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit der OLED-Materialien, die von Pixel zu Pixel variieren kann. Das kann zu Farbunterschieden und einem ungleichmäßigen Bild führen. Schwankungen in der Spannungsversorgung können ebenfalls den Mura-Effekt verursachen, da einige Pixel ungleichmäßig leuchten können. Auch Unterschiede in der Leuchtkraft von OLED-Displays können dazu führen, dass einige Pixel heller oder dunkler erscheinen als andere. Um den Mura-Effekt bei OLED-Displays zu minimieren oder zu beseitigen, setzen Hersteller von Virtual Reality-Brillen verschiedene Technologien und Verfahren ein. Eine Methode besteht darin, das Display zu kalibrieren, um sicherzustellen, dass die Helligkeit und Farbe der Pixel möglichst gleichmäßig sind. Eine andere Methode ist die Verwendung von Software-Algorithmen, um den Mura-Effekt zu minimieren oder zu beseitigen. Also, was wissen wir bis jetzt? Der Mura-Effekt ist da. Je nach Gerät, mal stärker, mal schwächer. Und jeder empfindet diesen Effekt unterschiedlich. Und jetzt kann ich verstehen, dass es sehr viele gibt, die ihre PSVR 2 zurückschicken. Aber bevor ihr das tut, es gibt ein paar Möglichkeiten, den Mura-Effekt zu minimieren. Zum einen solltet ihr das Headset zunächst exakt auf die eigenen Augen justieren. Das heißt, ihr stellt die Kopfposition sowie den Augenabstand so exakt wie möglich ein. Eine genaue Anleitung findet ihr in diesem Video. Ein weiterer Ansatz ist, die Helligkeit der PSVR 2 Brille herunterzupegeln. Wenn ihr bemerkt, dass der Mura-Effekt bei dunklen Szenen störend ist, könnt ihr die Helligkeit etwa auf 70% herunterpegeln. Das kommt dann aber auch aufs Spiel an. Andere Spieler berichten auch, dass sie damit ein gleichmäßigeres Bild erhalten. Obwohl es Lösungen gibt, um den Mura-Effekt auf der PSVR 2 Brille zu minimieren, ist es aber wichtig zu betonen, dass der Mura-Effekt ein inhärentes Problem bei OLED-Displays ist. Selbst mit Kalibrierung und Einstellungsänderung kann der Effekt trotzdem noch sichtbar sein. Sollte euch dieser Effekt jetzt trotz dieser Gegenmaßnahmen immer noch stark stören, gibt es natürlich die Möglichkeit, das VR-Headset bei Sony umzutauschen. Denn wie erwähnt, soll der Mura-Effekt auch von Gerät zu Gerät variieren und mal mehr, mal weniger auftreten. Wird das Ganze jetzt zur Gefahr für die PSVR 2, muss Sony jetzt handeln. In der Regel können Ausfallraten von 2-5% als normal angesehen werden. Aber dies hängt auch stark von der Branche und vom Produkttyp ab. Einzelhändler und Hersteller haben jedoch oft ihre eigenen internen Zielraten und Qualitätsstandards, die die Ausfallrate beeinflussen können. Fest steht, Sony beobachtet die Umtauschrate und das Kundenfeedback und wird sicherlich handeln, wenn Umtauschrate über einem längeren Zeitraum höher ist. Und eine hohe Umtauschrate kann für Sony negative Auswirkungen auf das Image und den Ruf des Unternehmens haben und dann auch zu finanziellen Verlusten führen. Das Problem ist natürlich, dass wir die reelle Umtauschrate nicht kennen und auch schwer herausfinden können. Und genau deswegen kann und möchte ich ohne konkrete Zahlen auch dazu keine genaue Aussage treffen. Aber eins dürft ihr auch nicht vergessen. In der heutigen Zeit kann durch Social Media ein Problem eine sehr hohe Aufmerksamkeit erhalten. Und
es somit oft dringlicher oder größer erscheinen lassen, als es der Fall ist. Insgesamt zeigt das Problem mit dem Moore-Effekt bei der PSVR 2, dass technologische Fortschritte oft mit Herausforderungen und Problemen einhergehen. Trotz intensiver Forschung und Entwicklung können auch bei High-End-Produkten wie der PSVR 2 Probleme wie der Moore-Effekt auftreten und das VR-Erlebnis beeinträchtigen. Für uns als Kunden ist es wichtig, dass wir unsere Erfahrungen und Bedenken teilen, um Hersteller und Entwicklern ein Feedback zu geben und ihnen zu helfen, diese Probleme zu lösen. Was sind denn eure Erfahrungen mit dem Moore-Effekt? Schreibt eure Berichte gerne unten in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.